wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem 15. Vanlife-Vlog. Ist es mittlerweile richtig krass. Wir kommen gerade vom Biogradsker Nationalpark. Der war richtig schön, wir haben die Zeit da genossen. Wir haben eine Nacht da geschlafen. Das ging echt ganz gut. Und jetzt wollen wir ein bisschen weiterfahren. Auf dem Weg haben wir noch einen Platz gefunden zum Wasser auffüllen. Nicht ganz so romantisch am Bahnhof, aber gut. Hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt geht es erstmal weiter und wir suchen uns noch einen Stellplatz. Wir stehen jetzt hier an diesem richtig schönen Stellplatz, direkt am Fluss, und den haben wir gefunden über Google Satellit. Haben wir einfach ein bisschen geguckt und der ist so abgelegen und ja, man kommt hier so schlecht hin, dass hier wahrscheinlich auch kein anderer hinfährt und wir hier sehr alleine sind. Ich mache jetzt noch leckere Burger und dann lassen wir den Abend noch gemütlich ausklingen und morgen wartet dann noch eine coole Wanderung auf uns. Das haben wir jetzt echt richtig gut abgepasst. Es hat nämlich jetzt gerade angefangen zu regnen. Hier sind auch echt viele Leute mittlerweile, deshalb auch hier lohnt sich das früh da zu sein. Aber ich denke, es ist trotzdem ein kleiner Geheimtipp. Wir haben übrigens direkt am Gerlawasser
Fall, oder beziehungsweise im Gala Canyon geparkt, sind dann zum Grasshopper Eye gelaufen und ja, das Schönste daran ist eigentlich die ganze View, also die ganze Aussicht hier. Das lässt sich schon echt richtig gut angucken. Und jetzt gibt es Frühstück und danach wissen wir noch nicht, was wir machen. Ich glaube, dann fahren wir erstmal weiter. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Dieser Stellplatz hier gehört auf jeden Fall zu unserer Top 3. Der ist so spektakulär. Genauso spektakulär, wie die Auffahrt hier hoch gewesen ist. Wir kennen unser Auto mittlerweile sehr gut und konnten das gut einschätzen, dass wir das gerade so hinkriegen. Es war aber eine enge Nummer. Zwischendurch waren mal zwei Reifen in der Luft und viel schlammige Straßen und ja, fast festgefahren. Aber dafür werden wir halt mit diesem Stellplatz belohnt. Guten Morgen! Wir haben hier richtig schöne zwei Tage verbracht. Gestern war es relativ neblig, heute ist es wieder richtig schön aufgeklärt. Wir fahren jetzt wieder runter Richtung Podgorica und da wir euch auf dem Hinweg schon nicht mitgenommen haben, nehmen wir euch jetzt mal auf dem Rückweg mit und zeigen euch mal diese abenteuerliche Route hier. Thank you.
Wir sind jetzt wieder auf unserem vertrauten Platz hier in Podgorica angekommen. Wir waren hier letzte Woche schon, um auf unser Paket zu warten. Dieser Platz hier ist richtig schön ruhig, wir haben ja unsere Ruhe. Und deshalb haben wir jetzt genug Zeit, uns mal unseren Alpfiltern zu widmen. Die nutzen wir jetzt schon seit einem halben Jahr wirklich jeden Tag, mehrmals. Ja, und wir sind mal gespannt, was in dem ganzen Zeitraum sich in diesen Filtern ja, angesammelt hat. Das sind unsere beiden Filterkartuschen, eigentlich drei. Hier ist noch so ein schwarzer Ring zwischen. Hier ist nämlich der Protect-Filter drin, der grobe Sachen vorfiltert. Der Aktivkohlefilter. Dann kommt die Wasserquelle von hier, geht hier durch und dann durch den Trinkwasserschlauch in den Tank. Und für richtig Trinkwasser haben wir fest verbaut innen drin noch diesen Nanofilter. Der filtert nochmal Medikamentenrückstände, alles Mögliche an Verunreinigungen, Bakterien und Viren raus, damit wir das Trinkwasser dann auch wirklich problemlos und bedenkenlos trinken können. Nachdem wir die jetzt wirklich 6 Monate intensiv benutzt haben und 4 davon im Ausland, wo das Wasser so lala ist, bin ich so gespannt, wie das jetzt aussieht. Ja, okay. Ich will gar nicht wissen, was wir alles für Krankheiten hätten, wenn der nicht dabei wäre. So sieht er nämlich eigentlich aus. Das Krasse ist halt, Montenegro und Bosnien hat ja sogar noch eigentlich gutes Wasser. Ja, aber wir haben auch oft Wasser aufgefüllt, was die irgendwo aus dem Fluss ziehen oder so. Und dann sieht der natürlich... Ja, stimmt. Bah, Alter. Boah. Okay, das war halt wirklich dringend nötig. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch der allererste Filter, ne? Also da kommt wirklich... alles an Wasser direkt. Ja, aber am bevor wir losgefahren sind, habe ich geguckt und da war der noch annähernd so wie der hier. Ja. Naja. Kommt jetzt der Aktivkohlefilter. Der ist halt schwarz. Da wird man, glaube ich, nicht die passende Verunreinigung sehen. Nee, aber es ist halt schwierig. Ah, ja, auch nicht so lecker. Und als drittes der Nanofilter. Da geht es dann hier durch die kleine Öffnung, durch die ganzen Lamellen. Das sieht jetzt auch nicht mehr, also es sieht okay aus, aber die sind auch schon gelblich verfärbt hier drin. Man muss dazu sagen, dass da halt dann wirklich auch klares Wasser ankommt und der lediglich in Anführungszeichen nur Bakterien und Viren ausfiltert. Der hält auch deutlich länger als die beiden, weil der natürlich das schon vorgefilterte Wasser abfängt. Dem Aktivkohlefilter merkt man auch hier, dass der neue richtig rau ist und der schon richtig glatt. Deswegen ist es auch wichtig, die ersten paar Liter, wir machen das immer so 2 Minuten danach, das Wasser einfach durchlaufen zu lassen, damit die einzelnen lockeren ersten Kohlepartikel, die da noch so außen dran kleben, nicht mit im Tank sind. Bei dem Nanofilter ist auch noch eine wichtige Info, dass der auch Legionellen rausfiltert. Das heißt, gerade beim Camper, wenn das Wasser im Sommer bei hohen Temperaturen vielleicht mal steht und sich Legionellen im Tank bilden könnten, filtert der das auch noch mit raus, dass man das Wasser dann wirklich bedenkenlos trinken kann. So, alle Filter gewechselt. Wir können unser Wasser wieder bedenkenlos trinken. Wir hätten gar nicht gedacht, dass sie so dreckig sind. Das ist schon echt krass, wie viel da zusammengekommen ist. Für alle, die jetzt sich auch so ein Filtersystem kaufen möchten oder ihre Kartuschen mal wieder wechseln sollten, haben wir jetzt einen Code für euch und zwar nennt er sich Fantastic und damit könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment bei Alpfilter sparen. Und nach diesen 2 Wochen wird das Ganze runtergestuft auf 5%. Das heißt, es lohnt sich, jetzt vorbeizuschauen. Guten Morgen, es gibt übrigens einen Grund, warum wir hier wieder in Podgorica sind. Wir haben ja einige Städte übersprungen an der Küste, weil wir dieses Paket abholen mussten. Und meine Mama und ich hatten so eine kleine Schnapsidee. Und zwar hat sich Mama kurzerhand ein Ticket gebucht, um uns hier unten zu besuchen, wo ich mich wirklich riesig darüber freue. Ja, und jetzt erkunden wir quasi die Küste einfach gemeinsam. People knew. Wo sind sie?
Schatz. Oh, die Oma! Die Oma! Wo ist denn die Oma? Ja. Angekommen. Mit meiner Mama. Die hat uns nämlich jetzt besucht. Das war eine riesengroße Überraschung. Ich freue mich richtig, dass sie da ist. Linus auch. Der genießt die Aufmerksamkeit, glaube ich, mehr als wir. Und ja, wir haben jetzt gerade mal hier schon ein bisschen Sveti Stefan angeguckt. Mama hat hier nämlich ein Zimmer. Und dann gucken wir, was die nächsten Tage noch so bringt. Oh, die Oma! Ja, hallo! Die Oma! Die ist die Oma!